hat dir in der Ausbildung zum Peer-Mediator bis jetzt am besten gefallen? Also die Ausflüge haben mir immer gut gefallen, die waren immer super. Und generell einfach das Zusammensein mit anderen, also nicht aus meiner Klasse, auch aus anderen Klassen. Was kannst du deiner Meinung nach von der Peer-Mediation für dein weiteres Leben mitnehmen? Für mein weiteres Leben habe ich mitgenommen, dass ich nicht wegschaue, sondern hinschaue. Dass ich leider helfen kann, dass ich bei Konfliktsituationen komplett anders reagieren tue. Was habt ihr heute in eurem Modul Konflikte sind normal gelernt? Also wir haben die Leute aus der Gruppe besser kennengelernt und wir haben halt gelernt, in welchen verschiedenen Situationen Konflikte entstehen können. Was hat dir an der Ausbildung zum Peer-Mediator bis jetzt am besten gefallen? Ja, mir hat am besten gefallen, dass das eine große Gemeinschaft ist und dass man hier eigentlich sehr viel über das richtige Leben lernt. Warum hast du dich für die Peer-Mediation entschieden? Mich hat das Thema schon immer interessiert und ich wollte eigentlich auch neue Erfahrungen sammeln durch die Ausbildung. Und dann habe ich mir gedacht, ich schreibe mich ein und probiere es einfach. Wie bist du auf die Peer-Mediation aufmerksam geworden? Ja, durch die Lehrer und auch in meiner Klasse sind viele, die schon dort waren, gesagt, dass es ganz okay ist und auch lustig. Weil ich mir dachte, eine Zusatzausbildung kann ich echt schon. Peer-Mediation ist, um anderen bei Konflikten zu helfen. Und ist einfach toll. Eine Zusatzqualifikation, die mir fürs weitere Leben hilft und es macht auch Spaß. Füreinander da zu sein. Zusammen sein und viel Spaß haben. Spaß am Helfen zu haben. Eine super Gemeinschaft, wo man viel lernt. Der erste Hilfekurs für Mobbing. Zusammenhalt. Eine Abwechslung zum normalen Schulalltag. Andere Menschen in verschiedenen Situationen besser zu verstehen. Also ich finde es sau leid, dass wir jetzt Peer-Mediatoren sind. Ja, voll.